Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Rainbow Six Video, ihr seht es im Hintergrund. Wir sind heute wieder am, also jetzt gerade suche ich auf jeden Fall einen Rank und ihr seht, ich habe 2839 Punkte. Bei dem vorletzten Video, also vor dem letzten Rank Video, hatte ich ja glaube ich noch 2900 sogar und ja, ich kann euch erzählen, wie das passiert ist. Also ich habe nachts mir gedacht, komm, ich zock einfach mal Rank, hab richtig Bock. Habe ich 5 Runden gespielt, alle fünf verloren und sogar alle mit 4-0. Also es war echt richtig ekelhaft. Aber egal, Leute, schade. Heute wieder am Start und ich habe sogar gestern sogar Rank gezockt mit einem Full-Team. Das war richtig geil, das hat mir richtig Spaß gemacht. Leider hatten wir da auch Pech gehabt, immer Win-Lose, Win-Lose, Win-Lose. Deswegen kann man da leider nicht so viel machen, Leute. Jetzt zocken wir erstmal auf Hereford Base. Habe ich. Ah, die Map ist jetzt nicht. Also finde ich jetzt persönlich nicht so extrem geil. Aber vielleicht haben wir Glück. Und wir können hier sogar die ein oder andere Runde holen. Wenn es euch natürlich gefallen sollte, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Und lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, falls ihr neu seid. Falls ihr einfach gerne den Kanal hier abonnieren würdet. Ist natürlich alles kostenlos. Und ich finde, wir spielen jetzt mit meiner Meinung nach den besten Verteidiger oder den besten Operator in Rainbow, und zwar Doc. Ich finde, der ist richtig, richtig krass, Leute. Doc Man auf jeden Fall. Doc hat einfach alles, Leute, meiner Meinung nach. Er hat einfach einen ACOG. Er hat eine geile Waffe. Er hat Healing-Spritzen. Was braucht man noch? Wirklich. Also ich finde, der hat alles, was man braucht. Deswegen meiner Meinung nach der beste Operator momentan in Rainbow. Klar, ist so Geschmackssache. Ich komme mit dem auf jeden Fall am besten klar, weil ich mit dem schon echt. Also ich sag mal, von der ganzen Spielzeit, die ich in Rainbow habe, ich habe, glaube ich, 1400 Spielstunden habe ich in Rainbow. Und ich habe, also ich denke mal, von den ganzen Spielstunden habe ich 500 Stunden in Doc. Würde ich mal jetzt so grob schätzen. Und das ist schon echt krank viel, Leute. Deswegen liegt er mir einfach. Und ich finde, ich kann auch gut mit dem spielen. Komm gut mit dem zurecht. Und deswegen spiele ich den natürlich auch so viel. Und Leute, ich habe eine neue Maus, seht ihr? Das ist eine Wireless-Maus. Und zwar ist das einmal die Logitech G Pro. Die hat mir Memo empfohlen. Die ist richtig geil, Leute. Falls ihr irgendwie bald Geburtstag haben solltet oder so, oder falls ihr, ja, dann könnt ihr euch die theoretisch zum Geburtstag wünschen. Ihr könnt sie ja dann theoretisch auch wieder zurückschicken, wenn ihr die per Amazon kauft oder so. Aber falls ihr echt eine richtig geile Maus momentan sucht, kann ich die euch echt nur empfehlen. Die ist richtig geil. Und, ja, der Akku ist schon den ganzen Tag an. Also jetzt schon mindestens seit 6-7 Stunden, auch wenn ich nicht so lange am PC war, aber die Maus ist die ganze Zeit an und ist gerade mal 5% Akkuverbrauch, also gar nichts. Richtig krass auf jeden Fall. Und da Outside war, glaube ich, einer. Ja, ich weiß es nicht. Are they above me? Was ist mit dem los, ey? Yeah. South. Richtig am Ausrasten, ey. Aber die greifen bis jetzt auch noch gar nicht an, ne? Kommt mir so vor, was ist denn los bei denen? Der wird angehittet. Ja. Okay. Ist der's? Nee, doch. Da war ein Ibana. Okay. Bleib einfach mal so stehen und aim einfach ab erstmal. Ist der's, hat einer gesagt, aber das ist ein Jäger. Okay, der Jäger guckt da. Nice, Ibana ist down. Vielleicht kommt noch ein, okay, da steht ein Legion. Ist auf jeden Fall eine gute Verteilung, wie die Jungs hier stehen, muss ich sagen. Geht gar nicht so schlecht. Alibi, come upstairs, I heal you. Wenn sie irgendwie vielleicht nach oben kommen kann. Ja. Komm, bleib stehen. Ja, ein, one more, one more. The West Stairs have no mines on them or anything, she might just run up them. Okay, dann gucke ich mal auf die Stairs. Ich denke mal, da wird einer kommen. So. Ist halt nur die Frage, wo er kommt. Und Glass ist anscheinend schon inside. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Glass schon inside ist. Hm. Nice, good job. One more. I can mark. No, I can't mark. Nice, good job, guys. Yeah, yeah, one more pushing you. Ein Glass. Hä, ist ja unten? Nice, good job.
Nice, good job, guys. Digga, die sind ja mal... Der ist ja mal richtig on fire gewesen. Gut, dass ich den geheilt habe, auf jeden Fall. Digga, da war ja richtig on fire, wirklich. Krank. Richtig nice, auf jeden Fall, die Runde bis jetzt. So, ich denke mal, die sind auch oben. Könnte ich mir jetzt auf jeden Fall so vorstellen. Oder die sind ganz unten, das könnte auch sein. Ja, ich glaube aber, die sind oben. Ich höre es nämlich schon irgendwie so. Ich hoffe nicht, die haben Mirror. Wenn nicht, suche ich auf jeden Fall das Window aufzumachen. Ich würde gerne... Ah, schön. Ich will auf jeden Fall meine Drohne gerne noch nach oben bekommen. Ohne, dass die verreckt. Wäre mir gerade auf jeden Fall sehr wichtig. Wie safe die hier. Ach, Mann, ey. Scheiße. Ich hätte die gerne da noch gesaved. Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Okay. Schade Schokolade. Piekt dann Kite? Nö. Warum könnte aber einer sein? Oder da war, ist halt sogar ein Rook oder so, haben wir ja gesehen. Ist halt jetzt ein bisschen unnötig, dass ich nur noch eine Twitch-Drohne habe. Aber gut. Versuchen trotzdem. Dog is peeking. Und... Ey, Digga. Kann man so stark eine Drohne fokussieren? Check ich irgendwie nicht. Sorry, I'm back. On ping, Dog. Just shout out if you need a lion. Red nicht. Lion, please. Going. Okay. Da an dem Window ist wahrscheinlich einer. Hey, ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht, Leute. What the fuck? Habt ihr ihn gesehen? Ich habe einfach einen 75er Hit bekommen, aber weiß nicht woher. Ich weiß einfach nicht woher. Digga, was ist da los, Leute? Richtig komisch auf jeden Fall. EED, incoming. Richtig komisch, Mann. Scanning again. Weiß nicht, woher der Hit kam, wirklich. Das war's, Mann. Hinten ist der Doc. Na, schade. Schön. Ja, irgendwie bin ich hier gerade nicht so krass zu gebrauchen. Aber das hat mich irgendwie übel gefickt. Das hat mich übel gefickt. Der hat mir einen 75er gegeben und ich weiß nicht woher. Ich habe den nicht gesehen, gar nichts. Ist auch wieder so richtig unnötig. Er sieht mich, aber ich sehe nicht einen Millimeter von ihm. Ich habe ihn nicht gesehen. Oder ich war einfach blind. Ich weiß nicht. Habt ihr ihn gesehen, Leute? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wirklich. Ich habe es nicht gecheckt, wo er ist. Krass auf jeden Fall. So, ich bleib mal unten mit Ella, würde ich sogar sagen. Also wir gehen jetzt nicht hoch oder so. Hallo, der ist gar nicht da. Lul. Dann reinforce ich hier nochmal eine Wand, würde ich sogar sagen. Eine Drohne ist auch noch inside. Ach, Digga, komm her. So. Wichtig. Jetzt wird hier erstmal gereinforced. Ich verstehe gar nicht, warum der hier links aufgemacht hat. Das ist doch eigentlich eher ein Nachteil für uns. Deswegen. Wird sich gleich auf jeden Fall ja rausstellen, ob das ein echt krasser Nachteil ist oder nicht. Ich habe jetzt nur Angst, dass da ein Maverick halt kommt. Aber ich glaube nicht bis jetzt. Nee, bis jetzt noch kein Maverick. Ist hier oben noch irgendwas? Nö. Ja, doch. You on the left. Upstairs, on ping, maybe glass. Glass is always upstairs. They broke the garage. Die sind schon inside, rechts von mir oder was? They're breaking again. Nee. Hier, nee. Nee. Die kommen von hinten. Glaube ich. Gold plates. Ja, hier. Hedge ist offen. Yep. 25. Hedge open on ping. Sehen, ob der da kommt. Na komm, jump down. I'd go close. Wo sind die? What the fuck? One noch down. Nochmal oben ist ein Ibana, glaube ich. Noch. What the fuck are they trying to do? Nice. Good job, guys. Oh mein Gott, Leute. Geil. Geile Runde auf jeden Fall. Good job, guys. Geile Runde, Mann. Okay, da waren. Also hätte ich vielleicht ein bisschen schneller auch checken können, aber.
egal, ich habe auf jeden Fall 3k geholt. Ist ganz in Ordnung, finde ich auf jeden Fall. Ey, als ob das hier jetzt schon... Also kann sein, dass das hier jetzt schon die letzte Runde ist. Digga, die sind ja mal unnormal am Rasieren. Das ist bis jetzt eine 13-Minuten-Aufnahme. Also jetzt gerade 13 Minuten erst her. Digga, die rasten ja komplett aus, meine Mates. Wirklich. Richtig nice. Ich bin nicht einmal gestorben. Boah. Das freut mich richtig, ne? Also es freut mich gerade wirklich richtig, dass ich nicht einmal gestorben bin. Richtig nice. Vielleicht schaffen wir das ja, die letzte Runde jetzt auch noch so zu machen, dass ich nicht sterbe. Einfach dann vielleicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt noch ein paar Kills mache, dann vielleicht eine 6er-KD einfach so auf easy. Einfach so auf Hereford Base. Das wäre auf jeden Fall echt krank, Leute. Ich bin einfach nicht eine Runde gewonnen, Mann. Also ich fühle mit denen, weil das ja theoretisch gestern auch die ganze Zeit so war. Also ich fühle auf jeden Fall mit denen, muss ich sagen. Aber irgendwie auch mal schön, nicht in der eigenen, also nicht, aber irgendwie auch mal halt schön, nicht in diesem Team zu sein. Wenn ihr wisst, was ich meine, Leute. Weil irgendwie ist diese Rank-Verteilung nicht so das Ideale, muss ich sagen. Dass ein Team immer 4-0 gewinnt, das andere gar nicht. Also ich habe öfter 4-0 Win-Lose, als dass das Gegnerteam mal Runden gewinnt, wisst ihr? Also ist irgendwie immer ganz komisch bei mir, momentan auf jeden Fall. Verstehe es auf jeden Fall nicht. Den kann ich auf jeden Fall aufmachen. Downstairs. Würde ich hier sogar aufmachen. I open. Active Bandit, guys. Digga, warum macht man hier Active Bandit? Okay. Opening right side from you, Maverick. See you on the other side. For head glitch. Ob da einer drin ist, ich weiß halt nicht. Ja, da ist aber, glaube ich, einer drin, oder? Hier kriegen wir das aber nicht mehr auf, oder? Nee. Kann er da nicht ein Loch reinmachen oder irgendwas? Ah, er wollte das Ding wegmachen. Nicht schlecht. Ja. Das ist eine Cavera. Cavera und Pink? Im Workshop. Was? Cavera down? Aber was? 3 vs 2 noch? Immer Stairs? Ja, die werden wahrscheinlich gleich Stairs runterkommen. Kann mir gut vorstellen. Geh mal eben kurz zu den anderen Jungs noch. Stairs, maybe? Upstairs? Upstairs ist offen. Habe ich irgendwie nicht so Bock drauf. I'm planting. Komm schon. Vielleicht kriegen wir den Plant durch, ohne zu sterben. Schön. Sehr geil. So, jetzt müssen sie kommen. Jetzt bleibt denn ja auch nichts anderes mehr übrig. Letzter rechts von mir. Und doch. Der Dings wird uns nicht gegönnt, Leute. Der Null-Lose. Die Null-Lose-Runde wird nicht gegönnt. Ey, es ist so ekelhaft, Mann. Genau in der letzten Sekunde, Mann. Ja, wird's aber nicht schaffen. Zu defusen, glaube ich. Thermite hat das. Der spielt auch nicht schlecht. Allgemein, mein Team hat bis jetzt... Ich kann mich nicht beklagen, Digga. Richtig geiles Team. Wirklich. Defused. Will die knife? Nee, okay. Good job. Thank you guys for the nice round. Okay, Leute, dann würde ich sagen, flawless victory. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Macht's gut und peace.